Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Ruhrpott Basic. Wir wollen uns beschäftigen mit den Kategorien Rückwirkung und Vertrauensschutz. Meine Damen und Herren, in der Demokratie ist grundsätzlich klar, und das liegt dem Gedanken der Demokratie ja zugrunde, dass Mehrheiten auf Zeit gebildet werden und dann nach der Mehrheitsmeinung Politik gemacht und das heißt insbesondere Gesetze gemacht werden. Damit dieser zeitliche Aspekt der Begrenzung von Macht überhaupt realisiert werden kann, ist es erforderlich, dass nachfolgende Mehrheiten, die die Probleme anders sehen als die bisherigen, Gesetze auch wieder ändern können. Der Grundsatz ist also, es muss möglich sein, Gesetze zu ändern. Und wir sind permanent mit solchen Vorgängen befasst. Nehmen wir zum Beispiel die Atomenergie. Selbstverständlich waren meine Mütter und Väter, also die Generation meiner Eltern, waren atomeuphorisch und haben ein Gesetz gemacht, das gerade dazu diente, die friedliche Nutzung der Atomenergie, wie man das genannt hat, zu nutzen. Und dementsprechend war das ein Atomförderungsgesetz. Und dann wurde man der Atomkraft gegenüber immer skeptischer und dementsprechend hat sich auch das Gesetz geändert, bis zum heutigen Tag so weit, dass inzwischen die Nutzung, auch die friedliche Nutzung der Kernenergie, gesetzlich ausgeschlossen ist. In der Zwischenzeit wurden aber auf der Grundlage dieser Gesetze Verwaltungsakte erlassen, insbesondere die Zulassung eines Atomkraftwerks. Und wenn sich jetzt die Mehrheit ändern und dementsprechend wir nicht mehr wollen, dass Atomkraftwerke zugelassen sind und dass die zugelassenen Atomkraftwerke letztlich ihren Betrieb einstellen müssen, dann heißt das, wir haben damals eine Entscheidung getroffen, die war positiv und die positive Bedeutung der damaligen Entscheidung wollen wir jetzt beenden. Und damit sind wir im Bereich der Rückwirkung angelangt. In unserem Fallbeispiel der Atomkraft liegt der Fall nicht so, dass wir das Gesetz rückwirkend aufgehoben hätten und gesagt hätten, alle Genehmigungen für Atomkraftwerke sind rechtswidrig und aufzuheben. Wir haben die Rechtmäßigkeit der damaligen Entscheidung nicht in Frage gestellt. Und dementsprechend haben wir es nicht mit einem Fall echter Rückwirkung zu tun. Echte Rückwirkung sagt nämlich, wir ändern die Rechtsvorschrift rückwirkend. Wir ändern die Rechtsvorschrift in der Vergangenheit, für die Vergangenheit. Und das haben wir ja gar nicht getan. Sondern wir begrenzen jetzt nur die Wirksamkeit von Entscheidungen auf der Grundlage alten Gesetzes. Und das nennen wir unechte Rückwirkung. Oder die Rückanknüpfung. Nicht, wir bewirken keine rückwirkenden Rechtsfolgen, sondern wir knüpfen nur mit einer neuen Regelung an bereits laufende Sachverhalte an. Das nennen wir unechte Rückwirkung oder Rückanknüpfung. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das zulässig oder nicht? Ja, selbstverständlich, das muss zulässig sein. Das kann gar nicht anders sein. Weil sonst hieße das, dass wir auf Dauer alte Entscheidungen immer weiter fortsetzen müssen. Und das ist mit dem Demokratieprinzip nicht vereinbar. Und trotzdem ist das natürlich ein Problem, weil auf den Bestand von alten Entscheidungen haben ja die davon begünstigten Personen vertraut. Der Atomkraftwerksbetreiber hat Investitionen getätigt, die von einer bestimmten Laufzeit des Atomkraftwerks ausgehen. Und wenn wir die jetzt verkürzen, dann enttäuschen wir sein Vertrauen darin, dass er investieren kann, weil er hat ja eine Genehmigung. Also ist der Grund, weshalb wir Probleme mit dieser auch unechten Rückwirkung haben, nicht, dass die im Prinzip unzulässig wäre oder ungerecht, sondern dass wir damit berechtigtes Vertrauen in den Fortbestand einmal getroffener Entscheidung enttäuschen. Und die Frage ist eben, wie weitgehend ist dieses Vertrauen schutzwürdig? Das ist die maßgebliche Frage. Und dann wird es eben ganz schwierig, da wirklich Pflöcke reinzuhauen. Allgemeine Regelungen gibt es
ganz wenige. Wir haben das zum Beispiel in Paragraph 48, 49 Verwaltungsverfahrensgesetz, wo es um die Aufhebung von Verwaltungsakten geht, versucht zu umschreiben. Also wer von vornherein gar nicht vertraut hat, weil er wusste, dass das ein Ende haben wird, dessen Vertrauen ist nicht schutzwürdig. Wer die positive Entscheidung nur dadurch erlangt hat, dass er über die Tatsachen, die zugrunde liegen, getäuscht hat, der ist auch nicht schutzwürdig. Aber umgekehrt ist natürlich jemand, der im Vertrauen auf die Entscheidung tatsächlich Vermögensdispositionen getroffen hat, der ist schutzwürdiger als jemand, der das bisher noch nicht getan hat. Insofern kann man so ein paar Leitlinien erkennen, aber dass sich daraus Regeln ergeben würden, die für jeden Einzelfall klar entscheiden würden, soweit reicht der Vertrauensschutz und da ist Ende, das kann man wohl nicht. Insofern bleibt es bei dieser Rückwirkungsproblematik immer ein bisschen schwammig, das lässt sich nicht ändern. Es muss im Einzelfall abgewogen werden, wie weitgehend darf sich die neue Mehrheit durchsetzen und wie weitgehend ist umgekehrt das bisher geltende Recht vor Veränderungen geschützt. Und diese Abwägung ist eine Aufgabe erstmal für den Gesetzgeber und dann, wenn der Gesetzgeber gehandelt hat, im Zweifel für die Gerichte, dort im Einzelfall die richtige Abwägungsentscheidung zu treffen. Rückwirkung und Vertrauensschutz. Ich danke für Ihr Interesse.